Und damit willkommen zurück zu Crossfire Legion im Live-Let's Play. Auf zur nächsten Mission. Freefalls letztes Gefecht. Cypher hat Freefall zu einer Militärbasis tief in der Wüste verfolgt. Angel hat den Befehl, Freefall zu eliminieren und den gestohlenen Titan unversehrt zurückzubringen. Ich bin gespannt, wie der Titan aussehen wird in dem Spiel und wie groß der sein wird. Wir haben die Fracht vom Kanal zu Freefall verfolgt. Sie ist auf einer alten Militärbasis. Die Fracht enthält einen neuen Prototypen eines Mechs der Titan-Klasse. Berichten zufolge plant Freefall wohl damit zu fliehen. Holt den Prototypen schnell zurück, bevor ihr da jemand raushilft. Errichtet hier die Kernbasis und startet die Einheitenproduktion. Luftscans zeigen 3 Routen zu Freefalls Basis. Diese 2 Routen sind schwächer verteidigt, aber da die Brücken zerstört sind, ist der Zugang beschränkt. Die zentrale Brücke ist schwer befestigt. Dafür braucht es schon eine erhebliche Armee. Bleibt weiter aggressiv und zerstört die Feindbasis. Ich will den Titan. Du hast da etwas, das funktioniert. Ach ja, du meinst diesen Riesentoaster da? Klar, ich bringe ihn gleich rüber. Ach, danke schön. Scans abgeschlossen. Wir haben die feindliche Hauptbasis gefunden. Produktion fortsetzen und eine Front etablieren. Jetzt verbessern. Wir brauchen den Titan. Mit ihm können wir Global Risk und Blacklist aufhalten. Ein fortschrittlicher Mech, der Salven von Sprenggeschossen abfeuert, springt mit Schubdüsen über Hindernisse, kann mit Fähigkeit verbessert werden, eine Fläche zu bombardieren und dort erheblichen Schaden zu verursachen. Ah. Cyclops, schwerer Panzer mit großkalibriger Raygun, die effektiv gegen andere Panzer ist. Die Raygun kann verbessert werden, um die Reichweite zu erhöhen. Es können Treibstoffressourcen ausgegeben werden. Bestätige. Schön, dass du es bestätigst. Befehlsausführung nicht möglich. Komm mal her. Befehlsausführung nicht möglich. Wir werden ein zweites Flugfeld noch haben. Aktion einleiten. Und eine zweite Fahrzeugwerkstatt. Radar zeigt feindliche Lufteinheit in Richtung unserer Basis. Kein Sichtkontakt möglich. Lufteinheit hat Tarnmodus aktiviert. Platziert die nötigen Detektoren. Wie? Orion, betriebsbereit. Der Orion hat schon. Orion, betriebsbereit. Das macht er automatisch. Feindliche Einheiten in unserem Territorium gesichtet. Oh. Es können Treibstoffressourcen aus. Satellitenbilder zeigen 2 Einrichtungen, die getarnte Lufteinheiten produzieren. Eliminiert die Einrichtungen, damit die Angriffe aufhören. Okay. Orion, betriebsbereit. Halt gesund und Schild des Ziels. Bauprotokoll abgeschlossen. Flugfeld einsatzbereit. Es können Treibstoffressourcen ausgegeben werden. Feindelemente auf Annäherungsvektoren vom nordöstlichen Geopunkt. Verteidigungslinien stärken. Basis beschützen. Okay. Jetzt habe ich 200 Platz, alles klar. Ist ein bisschen seltsam. Betriebsbereit. Geopunkt markiert. Alter, sehe ich jetzt, dass er wie viel Schild der hat. Ressourcen ausgegeben werden. Heftig. Bestätige. Montiert und bereit. Ich bist du groß. Begebe mich zu designierten Koordinaten. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Jetzt verbessern. Ist interessant, dass Verbesserung, dass die Plattform runtergesenkt wird. Ich muss mal kurz was trinken. So ein trockener Mund die ganze Zeit. Es können Treibstoffressourcen ausgegeben werden. Titan-Verbindung steht. Ey, hör auf damit. Ich brauche definitiv auch. Ja, kommt eine Tor. Jetzt verbessern. Ich muss die Sprungfähigkeit ja nicht nutzen. Laser-Niederfassung für Cyclops installiert. Bewege mich zum Geopunkt. Cyclops Uplink steht. Fahrzeugverbesserungsstufe. 50 Waffenreichweite, das ist schon echt. Flugeinheit nähert sich unserer Basis. Antitarnmaßnahmen einleiten. Aktion einleiten. Aktion einleiten. War das? Aktion dahin. Einleiten. Aktion einleiten. Aktion einleiten. Aktion einleiten. Und dann wieder da rein. Aktion einleiten. Ihr kostet. Boah, teuer.
Material im Lager einsatzbereit. Zwei davon. Ich brauche halt mehr die Treibstoff verbrauchen. Ich Pio würde zum Beispiel sehr viel Treibstoff verbrauchen. Geschütztor montiert. Der kann auch Lufteinheit. Oh, der kann auch Lufteinheit angreifen. Okay, das ist in Ordnung. Geschütztor montiert. Neuer Typhon. Kommunikation verschlüsselt. Typhon. Ich sag trotzdem Typhoon. Ist mir egal. So, dann wollen wir nochmal. F5 ist das. Uns fortbewegen. Berechne jetzt neuen Vektor. Werde angegriffen. Zurück. Es können Treibstoffressourcen ausgegeben werden. Das ist ein bisschen festigt hier. Ja, nur ein bisschen. Warum sollte man den da vorne springen? Ich verstehe es nicht. Bleib weiter aggressiv. Wir müssen die Basis erreichen, bevor sie mit dem Titan fliehen. So, jetzt mal kurz zurück. Rückzug. Brücke zu Geopunkt vor. Hm. Kostet noch zwei, ey. Okay. Die Tarnangriffe werden erst aufhören, wenn die Ursprungsfabriken zerstört sind. Ja. Material nur Heilung. An diesem Punkt erneuern. Es können Treibstoffressourcen ausgegeben werden. Aktion beendet. Cyclops Ablink steht. Ihr kommt doch zurück. Stoppe Aktion. Zwar sehr ungenau, aber es. Ja, okay, passt schon. Hyperion verbunden und bereit. Ja, okay, dann. Über noch zwei Heller mit dazu. Jetzt verbessern. Passt schon. Oh, eine kleine fette Armee. Aber das Einheitenlimit ist das, was mir nicht so. Nicht so zusagt. Die Frage, wie es dann skirmisch ist, ob das dann auch wirklich nur so wenig bleibt. Weil das ist wirklich viel zu wenig, finde ich. Für die Kampagne vollkommen in Ordnung. Also wirklich vollkommen in Ordnung. Ich komme da so gar nicht rüber. Ah. Abgesperrt. Das ist das Problem. Erheblicher feindlicher Gegenstoß nähert sich der Kernbasis. Sofort zurückziehen und die Basis beschützen. Okay. Brücke zu Geopunkt vor. Ich sehe schon. Brücke zu Geopunkt vor. Ich sehe schon, ja, definitiv. Neufeld im Einsatz. Durch verbündete Elemente erlittenen Schaden vermindert. Angriffe beim Geschützturm gemeldet. Kannst dich nicht verstecken. Okay. Werde von feindlicher Infanterie angegriffen. Ah, wir machen einfach mal. Aktion einleiten. Aktion einleiten. Aktion einleiten. Aktion einleiten. Sollte reichen. Aktion einleiten. Aktion gehen auch automatisch einleiten. Wieder zurück, was auch super Aktion ist. Aktion einleiten. Ernsthaft? LMA. Zentraler Geopunkt. Hyperion aktiv. Geschütztor montiert. Brücke zu Geopunkt vor. Neufeld im Einsatz. Durch verbündete Elemente erlittenen Schaden. Okay, dann hat eben. Aktion einleiten. Aktion einleiten. Nochmal. Aktion einleiten. Aktion einleiten.
Aktion einleiten. Aktion einleiten. Brücke gesichert. Alle Einheiten zur feindlichen Hauptbasis. Zerstört sie, dann ist der Titan unser. Die Brücke gehört uns. Neutralisiert die Hauptbasis und sichert den Titan. Rückt den Mac friedlich raus, sonst holen wir ihn uns mit Gewalt. Eine der beiden Lufttraneinheit-Produktionsstätten ist zerstört. Dann auf zur anderen. Neuheit im Einsatz. Durch verbündete Elemente erlittenen Schaden vermindert. Geschützturm montiert. Als er zerstört wird, habe ich gelesen. Und er ist ja bald Schrott. Oder ich gehe auf die Typhoon. Unsere Detektoren erkennen die Tarnfelder. Getarnte Feindoffensive vereitelt. Bäume bissen. 400 Chip. Wie viel haben die dann? Hyperion montiert und erwartet Befehle. Bin ich gespannt. Schon machen die hier. Okay. Sind zerstört. Hervorragend. Alle Einheiten, unser Primärziel ist die Hauptbasis. Wir haben die feindliche Kampfproduktionskapazität geschwächt. Alle Einheiten weiter Druck machen. Die Hauptbasis hat. Das ist gesichtet. ETA 20 Minuten bis zur Exfiltrierung des Titans. Jetzt okay. Geht es gegen die Zeit. Jede Minute zählt. Greife den Feind an. Da ist kein Eingang, das von dir. Hyperion aktiv. So, wie viel Schild habt ihr jetzt? Greifeverbindung steht. Ja, 50% mehr. Nicht zu unterschätzen. Der feindliche Commander aktiviert Tarntechnologien am Ziel. Antitarnmaßnahmen empfohlen. Ich verstehe kein Wort, ich bin lauter. Es ist so laut. Dieser Sound wird einfach unterdrückt von denen. Ah. Ah. Hallo, ich bin da. Ja, okay, der ist wieder los gleich weg. Aber ist okay. Stell ich einfach neun her. Zwei neue sogar. Werde von einem Feldbatterie angegriffen. Fusionskern eingesetzt. Strahlungsfeld aktiv. Befehlsausführung nicht möglich. Was nun? Orion fertig montiert. Der Feind attackiert. Flächenbombardierung auf diesem Bereich. Weg damit. Wie viel Schaden machst du? Okay. Sehr viel Schaden. Aber 28 Schaden pro Sekunde nur. Ah, da ist er. Sie ist verschwunden. Keiner unserer Scanner kann ihr Signal erfassen. Feindliche Basis zerstört. Titan ist gesichert. Der ist nicht klein. Gute Arbeit, Commander. Titan für Transport vorbereiten. Wir brauchen ihn im nächsten Einsatz. Warte, der nächste Einsatz ist dann auch schon die letzte Mission des Akts, ne? Ey. Eine Brücke zu weit. Danke für diese Errungenschaft. Gut, dass es für jede Mission die Errungenschaft gibt.
Die Missionszusammenfassung. Die Titan befindet sich nun im Besitz von New Horizon. Konfiguration abgeschlossen. Angel hat das Kommando. Ziel: Cardinal befindet sich in der Mount Riley Schwesterbasis. Geleitzug für den Titan empfohlen, um das Ziel endgültig auszuschalten. Global Risk Hauptbefehlsstützpunkt Primar. Der Hauptbefehlsstützpunkt Primar wurde als Schwesterbasis zu Mount Riley gebaut und wurde von vielen Global Risk-Stäben genutzt. Er wurde vielseitig eingesetzt, beispielsweise als Armee-Ausbildungsanlage für Artillerie und Artilleriebeobachter und als Gefängniseinrichtung. Heute ist der Primar der vereinte Befehlsstützpunkt für alle militärischen Global Risk-Aktivitäten auf dem Kontinent. Seine Mission ist es, Befehls-, Kontroll-, Ausbildung-, Verwaltungs- und Installationsunterstützung für mehr als 9000 militärische Mitarbeiter zu bieten. Der Primar hat über die Jahre tausende Global Risk Soldaten ausgebildet, als die Organisation die Kunst des Bauens und Betreibens von gepanzerten Fahrzeugen und Soldaten mit der Zeit perfektionierte, wurde der Primar immer wichtiger und auch entsprechend erweitert. Titan Remote Telemetrie. Waffen, Bewegung, Reaktor, Schilde, alles grün. Titan einsetzen. Bin ich mal gespannt. Testperson 004. Testperson Viper hat ein Ziel ausgeschaltet, zu dem er eine emotionale Bindung hat. Die limbische Gehirnaktivität hat die Neurolink-Pfade offenbar nicht gestört. Weitere Tests erforderlich. Bisherige Ergebnisse vielversprechend. Das haben wir ja am Ende der vierten Mission mitbekommen. Wir brauchen den Protokern X des Titan als Antrieb für den Vampire-Satelliten. Ersetzt den Kern nach dem Transfer durch den Protokern Y. Testperson 002. Testperson Angel übertrifft alle Erwartungen in ihrer Empfänglichkeit für das Neurolink-Netzwerk. Es bleibt abzuwarten, ob signifikante Aktivität des limbischen Systems die Neurolink-Chip-Funktionen stört. Ich schlage weitere Versuche bezüglich des maximalen emotionalen Traumas vor, das die Kontrolle nicht beeinflusst. Der Tod eines Familienmitglieds wäre hierfür optimal. Okay, das ist nicht früher... Egal. Gut, das war's mit der Mission. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst nur ein Like da und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Cheerio.